Hallo an meinem Basteltisch. Heute ist Pfingstsonntag und ein bisschen Zeit habe ich. Freue ich mich ganz doll drüber, dass ich mich mal ein bisschen wieder austoben kann hier. Und habe mal vor, ein paar ATC zu machen und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit. Werden solltet soweit in der Richtung. Also ich nehme mir mal lieber ein Blatt Papier, dann kann man das besser sehen. ATCs haben ja diese Größe 64 auf 89. Und das sind halt diese Tauschkärtchen und es macht immer wieder Spaß, die von ganz unterschiedlichen Leuten zu bekommen und selber welche zu machen. Und das ist mal eine Art, die ist mit Embossingpulver gemacht. Und ich matte die ATCs meistens. Das heißt also, hier ist eine kleine Grundkarte, die ist 60 auf 85. Und diese Teil hier ist von 2011, so ja schon. Also ziemlich alt, aber sowas in der Art, dachte ich, machen wir jetzt nochmal. So, ich nehme mal das Papier wieder runter. Das brauchen wir nachher nochmal, aber gut. So, ATCs bewahre ich immer, oder sagen wir so, ich mache öfter schon mal Hintergründe für die Sachen fertig und habe die immer gelagert in so einer kleinen Verpackung hier. Da war mal Pflaster drin. Das heißt, da habe ich dann immer schon so fertig gemachte Hintergründe, aus denen dann was entstehen kann. Im Moment brauchen wir aber, da die meistens mit Acrylfarbe sind und ich nicht weiß, ob das so funktioniert, habe ich mir jetzt nochmal Karteikarte zugeschnitten. Auf die Größe und eben schwarz, weil könnte man ja auch mal probieren. Und die wollte ich mir jetzt mal so erstmal einfärben, damit es nochmal einen Grundsatz hat. So, was brauchen wir so insgesamt dafür? Um im Prinzip das Embossing-Pulver darauf zu kriegen, habe ich oder verwende ich immer so eine Ultra-Haftfolien-Reste. So was hier. Das sind also Streifen von diesen Ultra-Haftfolien. Ja, die sind irgendwo mal übrig geblieben. Und bei diesen Dingern ist es einfach viel zu schade, weil die kleben ja so super gut, diese wegzuschmeißen. Und die habe ich hier mal im Streifen aufgehoben. Und die machen wir uns hier gleich nochmal auf diese ATCs drauf und da drauf klebt dann das Embossingpulver. Embossingpulver, was ich dafür verwende, Jane, ist ein Dickschicht-Embossingpulver. Da habe ich hier zum Beispiel welche, die sind noch von Blown Moments. Ja, ich glaube, das ist Englisch oder so. Ja, vielleicht kann man das nachher noch, ich zeige euch nachher nochmal den Unterschied zwischen einem normalen und einem Dickschicht-Embossingpulver, weil das ist viel gröber. Dann habe ich hier noch eine Farbe, die ist so ein bisschen. Ja, so braun, zwischen braun und rötlich kann man so sagen. Dann hier ist hier ein schwarzes, richtig. Und ich habe noch zwei andere, die ich auch sehr schön finde, das normale Embossing-Pulver. Also so fein, wie man das kennt. Aber so ein Moonglow, das hat also zwei Farbtöne immer gleich mit dabei. Das hat einen super Effekt. So, dann brauchen wir dazu ein paar Stempel. Ich würde grundsätzlich immer nur Holzstempel dafür benutzen und am besten auch so eine groben Muster. Hier habe ich zum Beispiel mal einen, das ist von Hein Design, Judy Keens einer. Der hat so schöne Muster, die man richtig gut drin drücken kann in diese Teilse Embossing Pulver. Hier haben wir noch einen, auch von Judy Keens. Die machen sich dafür auch gut. Und dann habe ich mal einen noch rausgesucht, der ist von Inka Dinkadu mit so ein bisschen Zahnrädern. So, dann braucht man dazu, er sollte dazu nehmen, so ein Versamark-Stempelkissen. Damit man sozusagen, bevor man die Stempel in das heiße Embossingpulver rindrückt, macht man die immer noch mal ein bisschen feucht damit. Und wir bräuchten so ein bisschen Wischmetall. Da gibt es auch ganz verschiedene. Hier habe ich zum Beispiel ein Gold von Raya. Das ist eine richtig große Dose und man braucht ja immer sehr wenig davon. Oder hier von Finnebert ist ein Kupfer oder Robin Buff ist auch ein Kupferton, aber ein sehr dunkler. Müssen wir mal gucken, wie der überhaupt aussieht. Oder es gibt auch so eine Palette, die ist natürlich richtig schön, weil man braucht ja nicht viel davon. Also man braucht mal so eine Fingerkuppe voll und dafür eignet sich das natürlich toll, wenn man einfach gleich viele Farben hat zusammen. So, dann, was wollte ich euch noch zeigen? Ach so, ja, ich habe zum Beispiel immer schon, bei mir ist, also ich habe hier so eine Kiste neben mir, da stehen sechs so eine Pappkisten drinne. So ein Regal ist das sozusagen und ich habe mir hier schon immer in ganz verschiedenen Farben diese Rückseite oder die große ATC-Seite zugeschnitten
Und hier liegen auch schon so eine, die man nachher auf die Rückseite klebt. Also in verschiedenen, gibt es ja verschiedene Stempel. Ich habe mir leider keinen machen lassen, der so personalisiert ist. Aber die kann man natürlich genauso ausschreiben nachher. Das liegt also immer schon vorbereitet hier. Dann brauche ich nicht immer alles einzeln zuschneiden, sondern kann dann wirklich aus dem Vollen schöpfen. So. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ein Embossing-Föhn wäre natürlich auch nicht schlecht. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht so ganz. So, ich würde jetzt erstmal kurz diesen Hintergrund nochmal entfernen wollen. Jetzt nehme ich mir einfach mal so ein Stück Papier, was ich mir schon rausgesucht habe. Ich habe hier so ein Distress Pin Needles. Nee, Peel Paint ist das. So, Entschuldigung. Das müsste eigentlich ganz gut zu diesem Dickschicht-Embossing-Pulver passen. Und dann gucken wir mal, wie wir das eingefärbt kriegen, ob es überhaupt noch feucht genug ist. Mal sehen. So, ich suche mal nochmal hier so ein Küchenpapier, weil damit ich nicht immer so eine Fingerabdrücke da drauf mache. Also das geht jetzt hier nicht darum, dass es schön wird vom Wischen. Das geht einfach nur bewusst darum, dass das einfach ein bisschen Farbe hat im Hintergrund und nicht weiß durchscheint, weil das gefällt mir nicht so. Und dann müssen wir hier einfach mal ein bisschen einfärben. So, das reicht glaube ich schon. So, ihr seht schon, ich habe die Distresskissen, da ist, also entweder sind es diese Schwämme hier, die wirklich zu dem Wischer passen, oder Kosmetikschwämmchen habe ich auch eine, die sind bei mir immer so in der Kiste drin, komplett mit einem Gummi und dann ist der Wischer da hinten drauf und dann braucht man nicht suchen. So, jetzt haben wir also dieses Teil schon mal fertig. Und jetzt holen wir uns einfach unsere Klebefolie und das, was mich jetzt ein bisschen, was ich nicht so schön finde, ist, dass die so, ja, quadratisch praktisch gut ist. Also, dass die so richtig doll als Streifen nur ist. Und einige Sachen, die ich früher immer so hatte, da waren Reste, die hatten so ganz interessante Formen, weil man ja auch manchmal einen Kreisausstand oder ähnliches. Und ich klebe die jetzt nicht vollflächig auf, sondern in so Teilen und auch teilweise übereinander, weil ich es eigentlich schön finde, wenn da so Abstände bleiben, die halt jetzt kein Embossingpulver haben. Man kann das natürlich auch vollflächig machen, habe ich auch schon gemacht. Sieht auch gut aus, aber ich selber mag das einfach mal mehr, wenn da noch ein bisschen so Abstände dazwischen sind. So, dann diese Dickschicht-Embossingpulver, das zieht ja, oder sag mal, das geht auch ein bisschen über den Rand. Und gut, wir werden jetzt hier also erstmal was aufkleben. Ist ein bisschen langweilig, weiß ich, aber gehört mit dazu. So, gucken wir mal. So. Dazu sollte man natürlich wirklich auch eine gute, also eine etwas stärkere Folie benutzen, weil diese Dickschicht-Embossing-Pulver braucht natürlich auch eine gute Grundlage. So, ach der, das wollte ich eigentlich nicht nehmen. Weil da geht das Papier hinten so schwer ab. Bei den Dingern hier ist es nur die Folie drin. Das geht besser abzuziehen, habe ich festgestellt. Ja. Bei mir ist das alles natürlich auch schon, liegt schon ein bisschen länger. Ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist schon ein bisschen her, glaube ich. Aber ich mag den Effekt eben ganz gerne. So. Kleben wir jetzt hier also irgendwas drauf und ich klebe jetzt hier auch noch mal, ich ziehe gleich die Folie ab und mache noch mal eine zweite Schicht überlappend, weil sonst ist das hier ein bisschen zu viel Abstand und das ist auch ein bisschen doof. Also gucken wir mal, dass wir hier, hoffentlich kriegen wir die Folie so einigermaßen jetzt ab von der ersten Schicht hier. Naja, doch, geht. So, ich habe nämlich schon mal versucht und hatte dann das Papier oben drauf, also bei den anderen da. Und ja, das war nicht so einfach, die da abzuziehen, muss ich echt so sagen. Aber mit den Dingern hier geht das, glaube ich, so ganz gut. Ups. Das Einzige ist, dass die immer wunderbar überall, so weil die sich statisch auflädt. Ja.
so ein bisschen an allem klebt, obwohl sie ja nicht keine Klebefolie mehr ist. Okay, aber das kriegen wir schon hin. Ups, na. So. Okay. Klebt an mir fest. So, jetzt machen wir noch eine zweite Lage so drüber, damit die Abstände halt nicht so krass groß sind da. Ja, klebt gut fest. Okay. So, man könnte das natürlich, wie gesagt, auch vollflächig machen oder Streifen aufkleben oder was auch immer. Also das ist, wie man gerade lustig ist. So. Gut, ich hoffe. Ups. So. Ups, da ist es weggerutscht. Na, so was. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn das alles klebt, ist natürlich alles nicht mehr so einfach. So, mal gucken, ob das jetzt schon reicht hier. Ja, ist immer noch ganz schön viel Abstand dazwischen. Ich glaube, ich muss noch mal irgendwo eine andere Folie suchen. So, das ist natürlich auch blöd, dass da jetzt hier Papier dran ist. Warum? Ja. Kriegt das noch ab? Ja, kriegen wir irgendwie ab. So. Na. Okay. So, ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen, weil das ist ein bisschen zu groß da an der Stelle. Da muss ich doch nochmal was drauf machen. Mal nochmal irgendwo so ein Klebeband suchen. Ja, jetzt halt doch eins hier mit dem Papier hinten, aber gut, dann kleben wir das nur da auf. Gucken wir mal. Gut, hier müsste noch was drauf. Da oben haben wir auch noch zwei Stellen, wo ich was drauf kleben würde. Und dann gucken wir mal, wa? Hier unten können wir das hinkleben. So. Hoffen wir mal, dass ich das Papier jetzt hier irgendwie noch abgezogen kriege. Das wäre schon schön. So. Ja, geht. Das geht wenigstens ab hier. So. So, jetzt haben wir da also überall was draufgeklebt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Wir embossen mal. Wie gesagt, wir nehmen das hier. Und ich benutze zum Embossen grundsätzlich zwei Papiere. Fragt mich nicht warum. Ein größeres und ein kleineres. Das ist ein ganz dünnes Papier. Da macht sich das eigentlich ganz gut. Das heißt also, achso, ich wollte euch ja noch mal kurz was zeigen. Ich streue das mal hier einfach auf. Dann seht ihr, wie doll krümelig das ist. Also das ist wirklich so ein Dickschicht-Embossing-Pulver und das braucht eben auch eine gute Grundlage, um überhaupt irgendwo drauf zu kleben. Also nicht so wie das andere Embossing-Pulver, was man so kennt. So, legen wir uns das hier einfach auf und streuen hier mal unser Embossing-Pulver rüber, so richtig vollflächig. So, zack. Ups, na. So. Mal gucken. So, genauso dachte ich mir, dass nur so kleinere Stellen offen sind und der Rest eigentlich irgendwie zugeklebt ist. So, ich mache das jetzt auch gleich erstmal wieder in den kleinen Pott hier drin. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ja. Weil wir müssen ja dann ein paar leer machen. Also mit eben schafft man das nicht. Das wird nichts. Da muss man also mehrfach embossen. Und dann nochmal Pulver rufmachen. So, jetzt versuche ich das nochmal. Ich habe hier eben so einen ganz alten Tim Holzföhn. Der ist wesentlich leiser als die neueren. Und
Das Komische ist aber, der geht wirklich bloß einmal und dann kriegt man nicht wieder an, weil er wahrscheinlich zu heiß wird oder sowas. Aber ist natürlich Fülle leiser. Und ansonsten würde ich euch die Lautstärke auch wegnehmen. Ne? Ist ja klar. Das ist einfach mal ein bisschen heftig. Gucken wir mal, ob das Ding noch funktioniert. Ja, genau. Den kann man, glaube ich, auch anlassen. Aber der wurde richtig heiß und naja, dauert trotzdem eine Weile war bei dem Dickschichtpulver hier. Gucken wir mal. Ja, das ist irgendwie komisch, dass die neueren nicht mehr so leise sind wie der hier, sondern doch ein bisschen lauter. So, jetzt fängt das hier schon schön an zu schmelzen, wa? So, aber man sieht schon, dass da ein paar Layer notwendig sind, um das hier wirklich als vollflächig zu haben. Das reicht mit ihm auf keinen Fall. So, mal gucken. Und das mal hier ein bisschen hochheben. So, jetzt ist das natürlich richtig heiß. Also da muss man schon ganz schön aufpassen, dass man sich hier nicht an dem Pulver von daher, was da dran ist, verbrennt. Weil jetzt müssen wir das natürlich so schnell wie möglich auf unsere Unterlage bringen und nochmal neues Pulver rufstreuen. Damit es dann auch wirklich an dem heißen Pulver haften bleibt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Zack, nochmal eine Lage richtig fett drüber. So. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Dass es noch warm genug war. Na doch, sieht gut aus. So. Dann haben wir jetzt ja so eine zweite Lage drauf, aber wie gesagt, ich denke mal, selbst die wird nicht ausreichen. Ah, ich hoffe, dass das immer einigermaßen funktioniert hier mit dem Föhn. So. Gut, werden wir nochmal gucken, aber ich schätze. Ah, der geht noch. Gut, super. Doch. Okay, freue ich mich ja richtig. Weil es ist natürlich auch viel angenehmer mit dem zu arbeiten. Als mit dem anderen. Ja, wir kriegen schon eine bessere Schicht, aber die ist halt noch nicht ausreichend, denke ich. Also da müssen wir noch mal eine dritte Lage rufballern, auf jeden Fall. So. Ein bisschen anheben. So, und schon wieder beeilen. Das wird ausnutzen, dass es noch heiß ist. So. Da, komm schon. So, jetzt ist was an meiner Nadel dran. Naja, so wie das immer ist. Okay, aber wir haben noch mal einen richtigen ordentlichen Layer drauf jetzt. So. Gut, gucken wir mal dann, ob das mit dem Layer dann vielleicht schon ausreichend ist. So. Okay, und? Ah, jetzt geht er nicht mehr an, hat er keine Lust mehr. So, dann müssen wir den anderen nehmen. Und wie gesagt, der ist jetzt eine ganze Ecke lauter. Da werde ich dann das euch mal ausmachen müssen. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Aber ich würde trotzdem noch eine drüber schmeißen. So, jetzt hauen wir trotzdem noch mal einen Layer drauf.
So. Ja, ich habe jetzt ja hier auf der Matte, auf der Schneidematte geföhnt, was auch nicht so schlimm ist, aber wenn ich jetzt im letzten Schritt den Stempel rein drücke, dann wäre mir trotzdem mal lieber so eine Backmatte hier nehmen. Einfach mal, weil das kann durchaus sein, dass das Embossingpulver dann ein bisschen überquillt und dann ist das ein bisschen doof, wenn das auf der Matte drauf ist. Auf dieser Backmatte kann man das ja eigentlich dann nochmal abnehmen. So, füllen wir das hier also wieder rein. Ich glaube, das müsste jetzt auch schon reichen. Wenn wir das hier angefühlt, damit legen wir das Papier mal ein bisschen zur Seite. So, ja toll. Vielleicht die drehen wir mal um, so. So, und dann gucken wir mal, dass wir uns so einen Stempel vorbereiten. Also ich nehme sehr gerne halt diese hier, so weit in der Art, weil es einfach mal nur ein Muster ist. Das würde ich jetzt also erstmal mit dem Versamark richtig schön befeuchten und stelle mir den schon mal hin, dass ich den dann gleich raufdrücken kann, wenn das hier geschmolzen ist. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das da rein drücken und eine Welle drin lassen. Jetzt ist es natürlich bloß ein Teil von dem ATC, wa? Was jetzt so eine total coole Struktur kriegt. Und bei dem Embossingpulver seht ihr das vielleicht auch schon, ich weiß nicht. Das hat auch so ein bisschen zwei Farbtöne drin. So, jetzt haben wir ja da oben noch nichts und hier so rundherum. Aber wir können das ja jederzeit wieder ein bisschen anschmelzen. Und nur auf der Seite, wo wir dann nochmal neu drin drücken sind. Achso, wir haben mal vergessen. Wir müssten mal wieder. Wir machen da nochmal ein bisschen Versamark drauf. Das ist vielleicht ganz gut. So, und dann versuchen wir das mal. Wir könnten natürlich jetzt auch andere Teile von dem anderen Stempel drin drücken. So, drücken wir uns das da einfach auch nochmal irgendwo drin. So, und die Seite hier machen wir das genauso. Na, das ist eigentlich noch feucht genug, das geht noch. So, dann können wir ja nochmal hier auch nochmal drin drücken. So. Und da, zack. So, jetzt haben wir da schon unser Muster drauf. Moment, Stempel wischen wir gleich mal ab. Ja. So, ich würde sagen, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. So, genau. Also hier ist jetzt einfach nur Muster drauf. Ach, hier ist, wenn er, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, vielleicht hier. Hier ist ja sozusagen der kleine Abdruck. Der derselbe ist wie hier, den habe ich ja eingeschmolzen. Und da sieht man jetzt trotzdem diese dunkle Fläche noch drin in dem Pulver. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. So, jetzt kommt hier eigentlich nur noch der Effekt, dass man da einfach mal ein bisschen so ein Wischmetall hier nimmt. Ihr seht, ich sehe wieder schick aus, war wie immer. So, und mit dem Wischmetall geht man hier einfach mal ganz vorsichtig rüber auf Flächen. So, und kann die einfach mal hervorheben, wie man das so haben will. Dann kriegt das Ganze noch mal ein bisschen eine andere Struktur. Ups, so. Dreht sich das hier weg. So. Und das wäre jetzt sozusagen mein ATC, wa? Huch. Okay. Gut, jetzt brauchen wir nur eine Rückseite. Ja, hatte ich mir ja keine rausgesucht, glaube ich. Da würde ich jetzt hier irgendwie, wenn sie etwas Schwarzes suchen und nicht irgendwie noch eine grüne, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel.
So, und dann kann ich mir hier gleich so eine Rückseite ohne Ruf kleben. Nehmen wir das wieder weg. Und gut, jetzt wälzt sich das natürlich hier ganz schön, wa? Und das würde sich auch immer wieder so zusammenziehen. Deshalb ist das eigentlich auch ganz gut, dass man da kein zu dünnes Papier für sowas nimmt. Weil sonst wälzt sich das ganze ATC komplett. So. Ich klebe das jetzt hier auch wieder komplett mit Klebeband. Und ja, nicht nur außen, sondern ich mache dann noch in der Mitte immer noch ein bisschen jetzt nochmal mit einem Klebestick. So. Damit es also richtig festklebt da drauf. So, mal gucken, kriegen wir das hin. Ja. So. Das ist jetzt mein ATC und jetzt haben wir natürlich wieder kein Klebeband für die Rückseite, wa? Bei den Rückseiten, ja, wo ist das hin? Keine Ahnung, halt irgendwo anders hingepackt. Ich muss mich ja immer, ach, hier oben liegt das. Gut, okay. Also die Rückseite mache ich eigentlich immer bloß so mit den etwas preiswerteren Bändern. Das ist wirklich eins vom Action. Ich habe das Ding noch nicht zugemacht. Hm, toll. So. Genau. So, und dann, wie gesagt, schreibt man da hinten so seine Datenruf, die man will. Kann man uns mal überlegen, wie rum das ist. Aber eigentlich sieht das alles gut aus. So. Somit habe ich jetzt hier also erstmal so das erste von den ATCs, die jetzt wieder so ein ja, embossed Muster da drin haben. Ja, ich habe noch eins vorbereitet schon in schwarz. Da ist schon die Klebefläche drauf und abgezogen, damit es hier nicht ganz so lange dauert. Das würde ich jetzt gerne auch nochmal embossen, richtig mit schwarz und dann mal die Zahnräder darin machen, weil mich das einfach mal interessiert, wie das hinterher aussieht. Ach so, wir könnten jetzt auch mal, weil ich ja hinterher auch noch eine Backmatte brauche, dann packen wir die auch hier hin. Aber wie gesagt, ich mag eigentlich das Arbeiten auf dem Ding überhaupt nicht. Das ist mir irgendwie alle zu rutschig. So, dann nehmen wir mal einfach mal das schwarze Pulver und gucken mal, wie das damit so funktioniert. So, das heißt also, das ist ja jetzt auch schon so, seht ihr ja irgendwie Klebefolie drauf, abgezogen alles und jetzt können wir das auch wieder genauso machen. Also hier komplett das Embossingpulver rüberstreuen, richtig großflächig, weil der Rest landet ja irgendwie doch wieder in dem Top. So. Ja, hier ist... Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist ein Blatt aus irgendwelchen Katalogen oder sowas. Also man muss auch nicht immer richtig teures Papier kaufen, sondern ganz oft ist es das so, dass man Sachen benutzen kann, die irgendwo in der Werbung oder ähnliches sind. Dann ist da ein Stück Papier, was relativ viel schwarz hat, dann schneide ich mir das so aus, dass ich das verwenden kann. So, das ist natürlich richtig, der Pott ist natürlich richtig voll noch, wa? Den habe ich anscheinend noch ja nie oft benutzt. Oder ich habe auch noch ein anderes wahrscheinlich. So. Gut, wollen wir nochmal gucken, ob der nochmal hier funktioniert? Nein. Der hat jetzt aufgegeben. Also muss ich wieder den etwas lauteren nehmen. Okay, dann versuchen wir das mal hiermit. So, dafür müssen wir uns wieder ein bisschen beeilen, weil das muss ja heiß sein, damit das andere Pulver dran kleben bleibt, sonst funktioniert das ja nicht. Man kann das natürlich auch anders machen, wenn man vollflächig macht, kann man auch ja, so ein
Das heißt Embossing-Tupfer. Moment mal, gucken, wo steht das? Ja, das gibt so eine Flüssigkeit, die hier. Die ist extra so auch für diese Dickschicht-Embossing-Pulver gemacht. Da hält das auch ein bisschen besser dran als auf dem Versamark. Aber so funktioniert es natürlich auch. Man muss halt bloß dafür sorgen, dass das heiß hier noch ist. So. So, jetzt müssen wir das da wieder in den Pott drin machen, was nicht so einfach ist, weil das so voll ist. Na gut, hoffentlich. Deshalb liegt hier auch noch ein zweites Blatt, weil das fängt dann das fängt dann die anderen auf. Die wieder neben gehen. Ja. So. Okay. Zweite Schicht, gucken wir mal. So, und wieder drauf. Machen wir mal, dass wir dann langsam eine dicke Schicht kriegen. Eine homogene. So, in der Zwischenzeit, da das Versamarker stehen bleibt, können wir uns hier diesen, den wollte ich nämlich da mal drauf machen. Mit diesen ganzen Zahnrädern. Dann haben wir es auch ein bisschen einfacher, weil den kann man ja auch komplett auf das ACC raufkriegen. Haben wir uns den schon vorbereitet und gucken wir jetzt weiter. So. Bin gespannt, wann das hier so eine homogene Schicht ist, dass wir da wirklich mit arbeiten können. So, naja. Okay, nächstes Mal föhnen. Tja, da werden wir wohl noch eine Weile brauchen, um da irgendwas Sinnvolles hinzukriegen, so wie es aussieht. Das verbindet sich irgendwie nicht so richtig schön zu irgendeinem kompletten Layer hier. Na gut. Müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten, würde ich denken. So. Jetzt klebt das auch überall unten schon. Na gut. Gut, müssen wir noch mal föhnen. Mal sehen, wie es jetzt wird. Ich bin gespannt, wirklich. Das ist immer noch nicht so, wie mir das gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte schon ein bisschen mehr in der Mitte, Jana. Mal gucken. Oh, oh Gott, das ist doch ganz schön heiß, muss ich echt sagen. So. Ja, in der Mitte fehlt dann mir noch ein bisschen. Also das gefällt mir noch nicht so ganz. Müssen wir noch ein bisschen dran rumarbeiten. Hilft nichts. Jetzt muss ich mir das erstmal angucken hier und echt mal überlegen, ob wir das so lassen. Das ist immer noch nicht so richtig schön flächig, wa? Tja. So ganz sieht es nicht gut aus. Ich glaube, das müssen wir nochmal ändern. In der Mitte muss noch was hin. Das geht einfach nicht. Dass das so auseinander driftet, ist ganz schön kurios. So, aber so ist das mit so einen Sachen, wa? Manchmal geht das gut und dann machst du irgendwas und das ist irgendwie ganz merkwürdig. So, na gut, also eine Schicht immer noch und dann ist erstmal genug, weil dann reicht es mir jetzt so langsam. Ich weiß ja nicht, wie viel hatten wir jetzt da drauf. Eine ganze Menge, ne? So. Alles klar. Gut, also noch, ich denke mal, wir föhnen noch. Moment, jetzt muss ich erstmal das Papier hier ein bisschen sauber machen noch, sonst wird das nachher nicht. So, da ist ja jetzt irgendwie so viel drauf. So, das müssen wir jetzt erstmal hier wieder runterkriegen, sonst können wir ja beim nächsten Papier nicht weitermachen. So, okay. Machen wir das Schwarze erstmal zu. Und dann
Hauen wir dann den Stempel darauf. Mal sehen. Gut, okay. Egal, was jetzt ist, jetzt kommt der Stempel darauf und fertig. So, jetzt drücken wir den mal ein bisschen an und warten mal einen Moment. Jetzt bin ich ja richtig gespannt, wie das aussieht, muss ich echt sagen. So. Ja, gut. Ist jetzt aber richtig vollflächig, wa? Jetzt haben wir mit dem Stempel doch so weit drin gedrückt, dass es echt vollflächig geworden ist. Na gut. Okay, nicht so wie gedacht, aber immerhin. So, und das wische ich jetzt hier auch nochmal gleich ab. Weil das ist jetzt alles Embossing-Pulver in schwarz. Geht nie ab. So, super. Na gut, ein bisschen muss es noch runter. So, schon krass, oder? Vor allem, das, was natürlich schön ist, ist jetzt, das glänzt an manchen Stellen und da, wo der Stempel drin gedrückt ist, ist es matt. Achso, man kann natürlich jetzt auch statt Versamark bei dem Stempel, kann man natürlich auch was anderes verwendet. Gibt so, oh, das hätten wir eigentlich machen können. Ich habe hier noch ein Encore-Stempelkissen, das ist so ein Gold. Oder die Brillanz, die haben natürlich auch, sind natürlich dafür auch gut. Vielleicht können wir das näher noch machen. Habe ich noch ein schwarzes? Nee, habe ich jetzt nicht vorbereitet. Na, vielleicht machen wir das nachher noch. Weil das sieht natürlich dann auch nicht schlecht aus, wenn man so einen mit damit betupften Stempel darin drückt. So, und jetzt interessiert mich natürlich ganz dolle, wie das aussieht, wenn wir damit ein bisschen Kupfer rübergehen. Oh, das ist ja heftig hier. Was ist das? Oh Gott. So, wir waren ja jetzt bei diesem Thema mit dem Einfärben von dem hier, ne? Sieht wirklich cool aus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu viel nehmen von dem Kupfer hier. Boah, das ist schon viel zu viel. Also das ist eigentlich zu viel. Das war viel zu viel. So viel sollte da ja nicht rauf. Oh. Aber ist egal, jetzt können wir das auch vollflächig machen. So. Eigentlich wäre ein bisschen weniger ausreichend gewesen. Ja. Das Ding ist natürlich noch voll, wa? So. Das haben wir jetzt in Kupfer. Das riecht doch immer gut. Das von Cinnabär, muss ich echt sagen. Das hat einen lustigen Ruf. So. Dieses Ding könnten wir natürlich dann auch nochmal raufkleben. Auf was Schwarzes, denke ich mal. So, ich hatte jetzt hier nochmal was vorbereitet. Und zwar immer nochmal ein Schwarz, weil mich total interessiert, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier mit diesem Encore-Kissen unseren Stempelabdruck einfärben. Das ist ja so ein Honeycomb, heißt das. Also das ist so ein, ja, nicht ganz Gold, aber so ein bisschen. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder föhnen, weil das muss natürlich zum Rindrücken hier richtig heiß sein, sonst funktioniert das halt nicht. Gucken wir mal, ob der noch geht hier. Nee, nicht mehr. Müssen wir doch wieder den lauten Föhn nehmen. Also muss ich das nochmal anföhnen. So, und dann drücken wir den jetzt hier auch nochmal rein. Versuchen das mal. Vor allem, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht verrutscht. Ja. Das kann immer mal passieren. So, Moment warten. Ja, und dann haben wir jetzt sowas. Dann ist jetzt sozusagen der Stempelabdruck unten schon eingefärbt. Also im Prinzip genau das Gegenteil zu dem hier, was wir hier gemacht haben, ne? So. Ist auch nicht schlecht. Kann man auch mal so machen. So, mal gleich das abwischen hier wieder. Okay. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe hier noch so ein Rub and Buff, das ist eigentlich dunkler Kupfer, so ein ganz dunkler Ton, das ist eher wie so ein Rostton fast. Mal gucken, verdammt mal, einfach hier rundherum gehen können oder was. Naja,
Nicht wirklich. So, und das stinkt eher. Das von Finnebär riecht gut und das stinkt. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen rundherum das. Ah ja, komm, das können wir noch mal ein bisschen abmatten hier. Gut, ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Ach, das ist auch komplett matt, so wie das hier war. Ja. Vielleicht kriegen wir das aber noch hin, wenn wir das noch mal ein bisschen polieren. Dann kommt das manchmal auch noch ein bisschen raus. So, jetzt haben wir die Sachen hier, ja, die Beden noch gemacht. Und ich hatte jetzt noch mal eins ohne Kamera gemacht, und zwar dieses. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Muss ich mal gucken. Kann man das sehen? Ja, das schimmert alles zu dolle, war. Aber das hatte eben, wie gesagt, verschiedene Farben drin. Und das war dieses Midnight Teal Obsidian. Das finde ich richtig gut. Und da können wir jetzt nochmal diesen anderen Stempel hier nehmen. Den mag ich auch immer unheimlich gerne. Ja, und machen den mit Versamark. Jetzt müssen wir das natürlich auch wieder erstmal heiß machen. So. Jetzt drücken wir den mal darin. Huch, ups, ui. Ja, das war jetzt nicht, das war nicht so richtig gut geföhnt. Seht ihr das da? Das hat ja nicht funktioniert, weil das war noch nicht heiß genug. Aber das macht ja alles nicht beim Embossingpulver. So, müssen wir schneller sein. Damit es noch richtig heiß ist. Sonst geht das natürlich nicht. So, jetzt besser. Ja, so, hier haben wir jetzt soweit, wa? Machen wir nochmal ein bisschen was drauf. Vom Versamark. Und dann werden wir das jetzt hier nochmal ein bisschen heiß machen, die Seite. Und da nochmal drin nehmen. So. So, jetzt haben wir da so eine wunderbaren Kulan da drauf. Ich würde sagen, das geht schon, wa? Das würde ich auch so lassen. Also muss ja jetzt nicht auf jeder Seite was sein. So, ja, das gefällt mir schon ganz gut. Und hier, ja, würde ich jetzt mal die Palette nochmal vorsuchen. Moment. Und dann können wir hier mal so ein, da ist so ein, auch so ein Kupferton bei, dass wir den mal nehmen hier. So, wie gesagt, ein bisschen braucht man da echt bloß. Dann hier so rüber gehen. Das Doofe ist natürlich, wenn da was drauf ist, kriegt man es auch nicht wieder runter. Also man muss dann schon immer gucken, dass man nicht zu viel Fläche mit dem Ding voll macht. So. Hier seht ihr das schon, ne? Das geht dann nicht mehr runter. So. Gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Wie gefällt es euch? Ich bin gespannt. So, das würde ich jetzt hier raufkleben auf das da. Und dann so eine Rückseite wieder machen. Gut, dann hätte ich jetzt also so eine Dinger hier heute mal fabriziert. Die klebe ich natürlich jetzt alle noch zusammen. Und ich finde ja immer, das Einzige, was immer ein bisschen doof ist, dass dieses, ja, das ist jetzt relativ doch zu dünn, das Papier. Und dann fängt das hier immer an, sich zu wellen. Und wenn man es in die Richtung macht, dann ist das hier habe ich das auch schon gemacht, dann fängt das an zu brechen. Wobei das natürlich auch ein Effekt ist, den man auch manchmal wünscht. So, jetzt bin ich eigentlich mit meinem Zeugs heute schon mal wieder fertig, wa? Und ja, vielleicht, falls ihr Lust hattet, nachzumachen, viel Spaß, würde ich sagen, wa? Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal, wa? Bis dann, tschüssi!